Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu Bro, Bro and Buddy! Genau. Wo sind wir heute? Wir sind heute an einem ganz speziellen Ort. Ich weiß nicht, ob es die einen oder anderen vielleicht im Hintergrund entdecken. Ja, schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht kommt ihr drauf, wo wir sein könnten. Genau. Also wir waren schon mal hier, wir hatten auch schon mal eine Feier, wir hatten auch schon Fotos gemacht, aber na, vielleicht kommt er ja drauf. Genau, aber Bilder haben wir nicht gepostet. Doch, haben wir. Also wieso sind wir eigentlich heute hier? Heute sind wir hier, weil wir einen leckeren Raclette-Plausch haben mit unseren Allerliebsten. Genau, wir haben Freunde aus Deutschland, aus Italien, aus der näheren Umgebung und die haben sich gewünscht, so wie auch Bro Raclette und wir haben dann gedacht, damit, was wir dann bei Raclette machen und wieso Raclette, sagt sie jetzt mal, wieso sie so gerne Raclette hat. Raclette. Also, ich bin jetzt schon seit circa 4 Jahren in der Schweiz und das ist eigentlich soweit immer noch mein allerliebstes Lieblingsgericht. Allerliebstes Lieblingsgericht? Ja, besser gibt's nicht. Gibt's eine Steigerung? Ich glaube nicht. Also wenn, dann schreibt's auch in die Kommentare, aber das ist, ja. Genau, ja, seit 4 Jahren in der Schweiz und bisher einfach mein liebstes Lieblingsgericht. Käse. Käse aus der Schweiz. Den gibt es mild, den gibt es würzig, es gibt den leckeren Bergkäse und Raclette macht es natürlich aus, diesen leckeren cremigen Käse. Und dann kann man noch ein bisschen Essiggurken und alles. Also ihr kennt es ja bestimmt auch, aber das mit diesem Schweizer Käse, das macht es einfach perfekt. Und das Schöne ist, dass man es halt gemeinsam machen kann. Man sitzt an der Runde, es ist gesellig, man kann sich schön unterhalten, jeder hat sein Fännchen. Ist cool. Also was ist die Liebe jetzt zum Käse? Ich habe dann in 3 Worten zusammengefasst. Die Käseliebe in 3 Worten. Genau, genau. Leckerster Käse in 3 Worten. Keine Ahnung, ist alles. Also ist egal, was für ein Käse. Ich kann mit allen Käsesorten Raclette machen. Nein, wieso Käse in 3 Worten? Ganz einfach. No? Keine Ahnung, was ist das für eine Frage? Okay, dann lassen wir es. Vielleicht hat sie irgendwelche Beziehungen oder Verbindungen dazu, aber Käse ist einfach geil. Das ist doch auch ein cooles Motto. Käse ist einfach geil. Leider geil. Genau, wir Schweizer wissen ja das, wir haben ja das schon in Kinderschuhen, werden wir da mit dem leckersten Käse weltweit verwöhnt, also wir aus Freiburg natürlich mit Gruyère oder Vacherin ein bisschen intensiver und ich finde es einfach auch wieder, immer wieder toll, wenn wir so coole Sachen machen dürfen. Und heute ist es auch so, wir haben ja vor einigen Wochen oder sogar Monaten ein paar Sachen eingemacht, weil ja eben dieses spezielle Zeug vorbeikam. Und was wir eingemacht haben, vielleicht wisst ihr das noch, also schreibt es auch rein, ich bin gespannt. Vielleicht kommt ihr mal drauf. Weißt du noch? Schmuck? Ja, natürlich weiß ich das noch. Also, hallo. Dann fang mal an, dann hol ich's. Ja, was haben wir denn gemacht? Ich weiß ja nicht, was du jetzt zuerst holst. Also, eingelegtes Gemüse. Also was für Gemüse? Gemüse, hier hätten wir zum Beispiel Karotte. Mit was? Orange. Und Kardamom, genau richtig. Und hier? Und da haben wir Oliven, Knoblauch. Das sind Cherry-Tomaten mit Knoblauch und genau, die sind im Öl kandiert. Und dann haben wir hier noch, das kennt sie sicher, weil das liebt sie. Feta. Das kennt sie sicher. Klar, da ist doch Feta. Und hier auch noch was Verrücktes, da kommst du auch drauf. Was Verrücktes. Das ist der neueste Geschmack von Mango. Der Firma. Genau, Mango Chili. Auch was ganz Verrücktes, wir haben es einfach mal ausprobiert. Und eben heute, werden wir es testen. Und wir werden es auch mit der Person testen, welche es mit uns gemacht hat. Also Pascal, den kennt ihr auch, der hat ja schon verschiedene Leckereien mit uns gemacht, wie das gefüllte Hühnchen mit Minze, Vanille und Himbeer, oder? Ja. Und, also super. Und eben, er wird dann uns auch ein Feedback geben und wir natürlich euch auch danach. Aber was haben wir sonst noch am Tisch? Also, was braucht man zum Raclette? Das sollte man schon noch ein bisschen erklären oder erläutern, oder? Kommst du mit dem Handy mit oder was? Oh ja, sicher, sicher. Also wir haben hier schon ein bisschen was aufgebaut. Wir haben hier ein bisschen Speck. Du musst aber in die Kamera schauen, gell? Ein bisschen Gewürze. Was haben wir hier für Gewürze? Wir haben hier natürlich einmal das Paprika. Standard Paprika, Papa liebt Cayenne, darum Cayenne. Cayennepfeffer und Kräuterquarkgewürz. Es gibt ja Kartoffeln dazu, also Paprika, Zucchini, rote Zwiebeln, Avocado, Tomatensalat, Frühlingszwiebeln, eingelegte Zwiebeln, richtig lecker, kannte ich aus Deutschland. Und 2 Salze haben wir auch noch, oder? Ja, das kommt ja jetzt, das Beste kommt zum Schluss, ja? Das hätte ich ja nicht vergessen. Da haben wir ja auch ein Live gemacht und auch Fotos und Anleitung, also die Zutatenliste. Das ist auch eines meiner Lieblingssalz, das Tomatensalz. Genau. Mhm.
Dann, jetzt musst du mir hier nochmal helfen, was war hier das Rotweinsalz. Genau. Ja, das ist auch sehr, sehr lecker. Und jetzt kommt der Star des Abends, der Käse. Oh, nimm mal ein Biss. Beschreib ihn mal, schmeck mal und beschreib ihn mal. Da mache ich nachher ein lecker Foto von. Es gibt leider noch keinen Geruchssensor. Es ist Walliser Raclette-Käse. Wir sind ja direkt an der Grenze zum Wallis und Graubünden. Wir haben uns für Walliser entschieden, weil das uns unser Metzger des Vertrauens, ja, kann man so sagen, empfohlen hat. Und ja, das ist das Wichtige, ist ja die Basis und das ist der Käse. Und mit diesem feinen, rezenten Raclette-Käse haben wir auch noch was überlegt, was Spannendes, was wir auch schon gesehen haben. Vielleicht erkennt ihr es auch. Voilà, Birnen, Cashewnüsse und ein bisschen Honig haben wir es mariniert. Also es wird auch eine ganz leckere Kombination, also ein bisschen süß, salzig, scharf. Lieben wir ja, das wisst ihr sowieso. Und das Coolste ist ja, wenn Bro sich mit Käse top fühlt und verliebt, finde ich das phänomenal. Also, was hast du denn hier gefunden? Knoblauch. Ja. Das hast du aber mit ein bisschen Zitrone, gell? Ja, wir machen einfach hier und da mal ein bisschen Zitrone, Knoblauchöl und dort haben wir ganz wenig, also etwa 8 Knoblauchzehen, 5 Gramm Salz und dann Olivenöl aufgefüllt. Super. Ist natürlich in dem Sinn am allerbesten, wenn das dann alle in der Runde essen, ne? Weil ansonsten... Ja, aber das ist ja Sinn und Zweck, gell? Es ist ein gemeinsames und einer darf anfangen und einer soll. Wir sind noch nicht und, fertig. Wir sind noch nicht fertig. Nein. Wir sind noch bei Bro, Bro und Buddy, also da ist noch ein bisschen was hier auf dem Tisch, ne? Dann haben wir hier noch braune Champignons, Mais und Peperoni. Also von allem etwas. Genau, und dann haben wir auch noch ein bisschen eingelegte, wie sagt man, Keto-Zwiebeln gemacht, süß-sauer. Die hätten wir da. Ja, wir machen euch nachher ganz, ganz tolle Fotos, wie diese verschiedenen Raclettes aussehen, werden die dann nach und nach auch posten und es hat uns wieder mega gefreut, war die dabei bei Bro und Buddy. Und wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche und hoffentlich euch schon bald wieder zu sehen, wenn es heißt Bro Buddy live. Genuss und Reue. Genuss und Reue, genau. Also, wir wünschen einen schönen Abend und sagen Tschüsseli!